Erste Meldungen kamen von der Flugsicherung des Flughafens Seattle-Tacoma. Nun erhalten wir Radartreffer von Portland International. Sie sind also auf dem Weg nach Süden. Vermutlich wegen des Wetters. Wahrscheinlich. Sie wandern ab. Aber wir sind besorgt. Was ist, wenn eines dieser Tiere beschließt, mit einem Verkehrsflugzeug Angsthase zu spielen? Die moderne und die prähistorische Welt befinden sich auf Kollisionskurs. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Jurassic World Evolution 2. Wenn Owen und Lambert das hinkriegen, wovon sie gesprochen haben. Die reden zu viel, wenn ich rede. jedenfalls haben wir es jetzt zum allerersten Mal mit Flugsauriern zu tun. Und die Landschaft ist natürlich wie immer, nehmen wir es mal da raus, wunderschön. Das haben sie echt toll gemacht. Also Frontier, ihr habt es ja schon drauf, solche Sachen zu machen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und lassen sie mal ausreden. Werden wir Anlagen für die Flugsaurier brauchen? Beginnen wir mit einigen Aviariumkuppeln und einer Brutstätte. Oh, wir brauchen auch ein Expeditionszentrum. Und wie du gehört hast, haben wir nicht viel Zeit. Okay, ja, dann machen wir das doch mal. Ich würde sagen, die Unterstützungsanlage haben wir auch noch nicht. Okay, dann mache ich hier zuerst mal den Weg. Ich würde sagen, gehen wir mal hier so rüber. So, da. Gut. Expeditionszentrum. Das hätte ich gern. Ach nee, das muss eigentlich nicht so nah sein. Was versperrt durch? Ach, okay. Okay, dann machen wir das doch hier. Dann die Unterstützungsanlage. Eigentlich nicht. Machen wir das mal so. Weg anschließen und... Oh, perfekt. Das geht genau so, wie ich mir das dachte. Weg anschließen. Okay, perfekt. Mal ganz kurz auf Pause. Ich hätte gerne noch das Geländetool. Machen wir das hier nochmal ein bisschen schön. Transport Fever lässt grüßen. Geht's leicht nach oben. Brauchen wir denn hier sonst noch was? Ja, Gesundheitsanlage wäre auch nicht schlecht. Habe ich bei meinem gleichen Zuge hier machen, aber ein bisschen weiter nach hinten. Den Weg machen wir hier weiter. Dann mal den Anschluss. Kommen wir hier vorbei. Ja, sehr gut. Sieht das doof aus? Ah, das sieht doof aus. Na gut. Ist jetzt nur für die Kampagne. Da muss nicht perfekt aussehen. Und dann hat es geheißen, die Avariumkuppel, Avariumbrutstätte, Expeditions. Ja gut, das kommt jetzt gleich. Das sind also diese Kuppeln, die wir natürlich erstmal erforschen müssen. Und wir haben noch keine Forscher. Moment mal, kurz schauen, was brauchen wir da? Zahnrad. Was ist Logistik? Ja, mal dich, du bist nicht schlecht. Du bist geil in Genetik. Ich könnte mal vielleicht noch brauchen. Du bist auch nicht schlecht. Schwierig. Ich will mal dich und sie vielleicht später nochmal für die Genetik. Alles klar, dann werden wir das mal erforschen. Das gerade mit erforschen. Für Upgrades. Cool. Soll ich das jetzt wirklich bauen da hinten? Ah, nee, das stört mich. Ja, abreißen.
Dann ist der Weg aber immer noch kacke hier hinten. Jetzt muss ich mal wieder begradigen hier. Okay, dann werden wir das einfach hier vorne bauen. Machen wir das. Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Das ist alles noch im Range. Okay, gut, dann machen wir wieder Play. Und lassen das erstmal hier bauen. Ihr tut's, ja, ihr tut's forschen. Sehr gut. Ich glaube, das sind Chinesen, die da bauen. Ansonsten würde es ja nie so schnell gehen. Okay, wir müssen warten. Sollen wir mal vorspulen hier. Damit es nicht allzu lang dauert. Ich glaube, die Kampagnenmission dauert nicht so lange. Ich glaube, das ist recht schnell wieder vorbei. Okay, dann können wir jetzt mal hier mal bauen. Aber in dem Kuppel. Unsere Baugrenze. Ah, komm jetzt. Unsere Baugrenze ist gerade schon da hinten. Geht da weiter, dann würde ich sagen... Tiger-Felsbrocken. Die klein da hinten. Ich würde sagen, wir bauen das mal... Wir bauen das mal... Hier so. Und ich glaube, ich werde jetzt mal diese Felsbrocken da entfernen. Die nerven. Und dann werden wir das hier gleich einmal erweitern. Dass wir so einen großen Kuppelkomplex haben. Ich glaube, das ist erstmal groß genug. Ah, ich habe noch Fast Forward, Entschuldigung. Und die Brutstätte. Wird vielleicht noch Sinn. Ich glaube, den machen wir da oben. Fahren hier mit einem Weg raus. Warum eigentlich nicht? Machen wir hier so eine schöne Kurve. Und schließen da an. Verbinden das. Auch hier noch mal schön. Okay, wie sieht das aus? Oh, wobei, ja, mit den Blättern geht's. Ich glaube, das können wir so lassen. Ich hätte ein bisschen Bock auf Deko da. Was haben wir da Schönes? Sowas vielleicht. Hier beim Eingang kann ich das. Heißt, es ist nur Minimaldeko, aber. Ich hatte irgendwie Lust, das da hinzupacken. Und das war's dann erstmal. Wobei, können wir schon die. Schutzraum. Nee. Beobachtungsgalerie. Avarium Beobachtungsgalerie. Ich würde sagen, mach mal. Oder hier so. Ich würde sagen, da, das sieht man das meiste. Da brauchen wir dann auch schon mal einen Generator. Den werde ich gerade schon mal hier platzieren. Dann brauchen wir hier noch einen Weg. Das mal gerade bitte. In so einer leichten Kurve da. Okay, dann lassen wir das mal bauen. Was für eine riesige Kuppel.
Und nach da unten können wir den noch schön erweitern, wenn es denn sein muss. Aber ist trotzdem schon beschränkt halt für die Flugsaurier, ne? Ist halt schon nicht das Schönste. Naja. Wir sind hier fertig. Wir können jetzt Expeditionen zum Fernfang aussenden. Diese Tiere können in der Luft weite Strecken zurücklegen. Beeilen wir uns. Na dann mal los. Auf in gefährliche Höhen. Ja, bestimmt nicht ungefährlich. Öffentliche Behörden haben Flugreptilien in der Nähe von Oakland gefangen. Wir müssen sofort ein Lebendfangteam losschicken, damit wir sie in unsere Anlage unterbringen können. Also wenn ich den Film noch im Kopf habe, dann sind die Dinge arschgefährlich. Aber ja, ich wünsche euch mal viel Spaß, liebe Wissenschaftler. Wie viel sind es denn? 5. Einer ist schon arschgefährlich. Ja dann, viel Spaß. 43 Sekunden. Können wir eigentlich... Flugsaurier, bereit zum Liefern. Das Transportteam soll sie zur Aviarium-Brutstätte bringen. Dann entlassen wir sie in die Kuppeln. Und entlassen heißt kontrollieren. Ja, in eine kontrollierte Umgebung und unter unserer Aufsicht und Pflege. Exzellent. Die Lieferung von Aktivposten an den anderen Standort ist im Zeitplan. Okay, was ich schon mal weiß, ist, die brauchen hier drin Wasser. Und das Blöde ist, man muss jetzt hier so reinzoomen. Dann machen wir hier mal den Radius kleiner. Und kann das jetzt dann hier drin so platzieren. Machen wir das Wassergedöns hier so. Und die wollen dann auch noch Steine haben. Das ist hier. Unterschiedliche Art und Weise. Davon gerne ein paar. Sitzen dann da drauf. Okay, und was ich dann noch machen werde, ich werde hier noch ein paar Bäume reinpflanzen. Damit das hier nicht so karg aussieht. Vielleicht nicht gerade die höchsten. Wie schaut es mit denen aus? Hier einen kleinen Wald. Und hier noch so. Ecke noch. Dann noch ein bisschen. So. Ich will es nicht zu sehr machen, damit die da halt ein bisschen rumfliegen können, aber ich denke, so geht's erstmal. Mal schauen, was sie dann gerade sagen, wenn sie reinkommen. Die Sicht hier innen. So ist okay. Hier vorne ist ein bisschen aktiv gar nichts, ne? Haben wir da vielleicht ein bisschen was Kleineres? Also Grasgebüsche. Ein bisschen natürlich aus. Und da sind sie. 5 von 5. Weiter. Transportieren. Und zwar hier rein. Machen wir kurz Pause. Einmal, zweimal. Ah, ich kann es gar nicht. Einmal. Und die bringt es jetzt hier oben rein. Ihr werdet es gleich sehen. Oh no! Die Armen. Wir gehen jetzt mal in die Egos-Perspektive und zwar ins Gehege rein. Das ist sogar dumpf. Und die müssten dann hier oben rauskommen. Jetzt geht auf der Hinterseite das Tor auf, damit sie da runterlassen können. Kommt jetzt runter. Und da ist er. Hallo. Na, was sagst du zu deinem Gehege? Dann, wo er landet?
komischer Effekt da vom Flattern. Ah, ich glaube, sie brauchen noch Fisch hier drin. Produktzustellung bestätigt. Komm, lande mal. Wow. Hallo. Schön. Und wir wissen halt, wie gefährlich dieser Schnabel ist. Oh, und das ist der nächste. Kommst du auch gerade daher? Thumbnail. Na. Okay. Back to work. Wir brauchen hier Fisch. Ich würde sagen, da machen wir vielleicht gerade zwei rein. Das sind ja immerhin fünf Tiere. Das ist der nächste. Ranger Team. Wie sieht's denn aus? Haben wir da schon Status von den Tieren? Zufrieden. Oh, wir haben den schon. Oh, ich habe schon auf 100% geschafft. Nice. Fels. Naja, könnte ein bisschen mehr sein. Fisch sogar zwei. Wasser. Bereich. Bestätige Produktzustellung. Alles klar. Nice, nice, nice. Und da fängt der Schneesturm an. Bezüglich Ranger Team. Die fahren hier nicht rein. Die fahren hier mit dem Auto vorne ran und dann schwirrt hier drin so eine kleine Drohne. Vielleicht sehen wir das dann irgendwann noch. Jetzt sollen wir nochmal schauen von den Zuschauern her. Boah, seid ihr laut hier drin. Ja. Sieht aus, als bekämen wir die Dinge unter Kontrolle. Ich könnte sagen, berühmte letzte Worte. Aber das hätte in den vergangenen Jahren schon oft gepasst. Also bleibe ich lieber bei vorhersehbare letzte Worte. Dr. Malcolm, warum kontaktieren Sie uns? Aus dem immer gleichen Grund. Die Saurier. Und mein zwanghaftes Bedürfnis, den Autounfall mitzuerleben. Es ist gut, wieder von Ihnen zu hören, Dr. Malcolm. Ah, Dr. Dua. Wenn ich das richtig verstanden habe, stehen Sie für den Intelligenzteil in CIA. Wir tun, was wir können. Wir tun, was wir können. Und manchmal mehr, als wir sollten. Interessante Zeiten. Und ich meine Zeiten, in denen die Saurier leben. Also unsere. Sollten sie hier sein? Nein. Sind sie es? Ja. Also sollten sie. Und die verborgene Hand des Chaos wird offenbart. Was sonst noch verborgen bleibt, ist, was mir Sorgen macht, Doktor. Oh ja, natürlich, ja, ja. Und darum habe ich jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Mr. Isaac Clement, ein Spezialist für das Spektakuläre. Sie sollten bald von ihm hören. Diese Saurier benötigen Futterstationen, um gesund zu bleiben. Bleib am Ball. Jetzt habe ich alles schon gemacht. Also eigentlich müssen wir jetzt nur abwarten. Hey, ich bin Isaac Clement. Dr. Malcolm dürfte mich angekündigt haben. Wir haben einige spezielle Anforderungen, einschließlich Rangerposten und Team, um die Tiere in den Aviarien zu beobachten. Eine Beobachtungsgalerie ist auch auf unserer Liste. Und damit auf deiner. Ja, mein Dude, das habe ich alles schon gebaut. Ist jetzt alle zu langsam. Ich bin einfach zu gut. Nee, es macht eher die Routine. Nur drei Leute. Schaut, dass jetzt wieder dunkel ist hier. Naja, zwei. Ist ein Felsen, war es jetzt noch nicht? Okay, gehen wir mal raus. Oh, da oben. Claire, ich habe nachgedacht. Wenn du denkst, macht mich das nervös. Nein, nein, ernsthaft. Warum die Flugsaurier? Okay. Worauf willst du hinaus? Dr. Malcolm kontaktiert Dr. Dua von wo auch immer, wenn die Flugsaurier zum Problem werden. Warum? Weil sie eine besondere Gefahr sind und er besorgt ist? Ja, vielleicht deshalb. Lass uns nichts überstürzen. Jetzt sollten wir erst einmal sicherstellen, dass die Zufriedenheitsstufe der Flugsaurier hoch ist. Das sind nachweisbare Daten.
Vergiss die Verschwörungstheorien. Hallo, wir jagen prähistorische Tiere, Claire. Die Realität ist nicht mehr, was sie mal war. Da hat er wohl recht. Okay, also wir sollen es erweitern und noch mehr... Oh, schon wieder der Isaac. Recht, Dr. Malcolm. Das ist meistens so. Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir verfügen nun über genügend Aktivposten, um schon bald weiterzumachen. Im Moment löschen wir nur Buschbrände, aber das ist ein Inferno, das die ganze Welt verschlingen könnte. Zur Kenntnis genommen. Wir sollten uns auf diesen Standort konzentrieren. Es geht um hohes Wohlbefinden und Sichtbarkeit für die Tiere. Und natürlich um die Sicherheit des Personals. Die Koexistenz mit den Sauriern ist ein Lernprozess. Wir sind auf einem guten Weg. Und wenn es nicht klappt, was dann? Dann haben wir aus der Arroganz eine Apokalypse geschaffen. Die Menschheit gegen die Saurier. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, wer den Sieg verdient hat. Und habt es im Hinterkopf, das Ganze passiert nach den letzten Filmen, ne? Wenn wir ganz hoch hinaus wollen, sollten wir uns ein Beispiel an Flugreptilien nehmen und mehr Flugreptilien in den Aviarien haben. Alles Gute kommt von oben, oder? Der Typ hat so keine Ahnung. Okay, dann schauen wir, dass wir noch mehr kriegen. Also von den Petanodon haben wir schon fünf. Ich würde sagen, wir gehen mal mit 6 Dimorphodon. Okay. Das Gesicht erinnert mir wie an einen der Großen, was wir in den letzten Episoden gesehen haben. Aber mit Flügeln. Schickt man mal ihn los. Und währenddessen werden wir das mal hier erweitern. Ein bisschen schön Platz haben hier drin. Das ist schade, wenn die dann noch so wenig rumfliegen können. Dieses Mal machen wir es hier. Machen wir wieder einen Generator hier unten. Ich habe noch keinen Ausbruch erlebt aus so einer Anlage. Da würde es mich schon interessieren, wie das aussehen würde. So, und dann hier rein. Okay, dann wäre ich da nochmal für eine zweite Wasserfläche. Vielleicht hier hinten. Und machen da nochmal Fisch rein. Und Steinchen. So. Halt. Und wieder ein paar Bäumchen und Gras. So, da haben das Wasser so ein bisschen das Gedöns hier. Sieht gar nicht schlecht aus. Und dann noch ein paar von denen hier. Mischwald. Ja, dann glaube ich, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Würde ich mal so lassen. Einer von euch, von den Alten. Kommt's mal her. Komm mal her da. Statusprüfung läuft ab. Aber der ist soweit noch wirklich Freiraum, 100%. Perfekt. Und da kommen sie auch schon. Ja, bitte alle hier rein. Transport hat begonnen. Jetzt schauen wir uns das mal von außen an. Ja, das ist die vorletzte Mission in der Kampagne. Und dann geht es weiter in den Chaos-Modus. Und das ist das Highlight von dem ganzen Spiel. Aber das werden wir im Livestream machen. So, rein mit den Viechern.
Oh, das sieht so schlimm aus. Pass mal ein bisschen auf. Und rein da. So. Und ich... Nein, nicht Transport. Ich möchte gerne die Ekios-Perspektive. Ich will mir das ansehen, wenn der kommt. Und los. Produkt zugestellt. Uff, die vertragen sich. Oh, der hat einen ganz anderen Tail. Ciao. Wobei, ich gehe dir jetzt mal nach. Will ich mal von der Nähe sehen. Produkttransport im Gange. Landest du? Landest du? Nee, doch nicht. Also dieser Nachzieheffekt ist ein bisschen schräg. Na komm, land mal. Aber bloß nicht streiten hier, ne? Gege ist groß genug. Okay. Oh, aber das sieht man den Tail jetzt nicht. Nein, lass mich da durch. Ach Mann. Lass mich da durch. Du verschwindest im Stein. Na, ja, schade. Ich hätte dich gern komplett gesehen. Okay. Dann schauen wir mal. Wegen der Zufriedenheit. Ranger Team. Wo bist du? Aufgabe hin. Was ist da gerade los? Hä? Ich glaube, der will da reinfahren, aber kommt da gerade irgendwie nicht hin. Kann das sein? Ah, warte mal. Oder ist das wegen der Deko? Ich mach das mal kurz weg. Ah, das war wegen der Deko. Okay, dann werden wir hier drin gleich mal die Deko sehen. Ah, die Deko. Die Drohne sehen. Produkt transportiert. Ranger Team ist da. Wo ist die Drohne? Ich muss denn nicht hier irgendwo rauskommen. Ah, da unten, da kommt sie. Da ist sie. Nein! Ah! Oh. Wo ist die Drohne? Da ist sie. Lasst euch nicht beirren, ist nur eine Drohne. Die brauchen Sand. Sonst ist alles okay. Ja, den Sand könnt ihr haben. Da, Sand. Mach mal den Sand hier mal ums Wasser rum. Ah, die Ansicht ist ein bisschen doof. Okay. Hier hinten noch Sand. Und dann haben wir noch die zweite Sandfläche da hinten. Ah, Wasserfläche. Nicht im Deutsch. Südlee. Dann müssen wir einsanden hier. Okay. Dann, wo haben wir einen von den Kollegen? Bei dir alles in Ordnung? Das sieht nicht gesund aus, aber jetzt haben wir wenigstens den Tail. Ich glaube, der ist festgebackt. Aber wie schaut's denn aus mit Sand? Sand ist jetzt wieder super. Alles klar. Ich glaube, ich helfe dem Kleinen mal. Das scheint nicht geholfen zu haben. Kleiner Mann.
Okay, das kann ich so nicht lassen. Kann ich die auch betäuben? Ich will jetzt mal kurz gucken. Und zwar ihn da. Wie macht er das? Kommt dann auch eine Drohne hier rein? Und da schießt er von außen rein. Nee, oder? Nee, der schießt jetzt nicht wirklich von außen. Doch, macht er. Okay, jetzt ist er... Lass mich doch mal ranzoomen. Wo ist er denn jetzt? Lass mich ranzoomen. Okay, ich glaube, das ist im Boden verschwunden. Wir werden den erstmal transportieren. Okay, ich kann ihn nicht transportieren. Gut, dann soll er da mal wieder aufwachen. Ich hoffe, das funktioniert. Und von den Avarium... Es bräuchte nicht mehr so viel von den Punkten her. 936, 1600. Ich glaube, wir holen uns noch ein paar andere mit rein. Ist ja groß genug. Ja, mal hier da. Wow, was für ein Schnabel. Alles klar. Bitte einmal abholen. Wie sieht's denn aus mit dem Zusammenleben? Seid ihr da soweit happy? Population 23%. Oh, das kann knapp werden. Sollte ich da vielleicht ein zweites machen? Mag nicht Kreuzungen von Dr. Wu. Mag keine andere Spezies. Alles klar. Dann werden wir jetzt hier mal eine zweite Anlage bauen. Ja. So machen. Okay, weiter geht eh nicht. Dann machen wir das so. Beobachtungsanlage. So. Okay. Und solange das jetzt hier noch so unten ist, werden wir hier mit dem Wasser reingehen. Ich hätte es gerne irgendwie hier hinten. Da ein Fisch. Zweimal. Einfach, weil wir können. Wenn wir hier mal ein paar Bäume platzieren. Hier so das Gebüsch. Und dann so vereinzelt ein paar noch. Und natürlich einen Haufen Felsen. Okay, so ist es wesentlich leichter zu bauen. Ich denke, das ist okayisch erstmal so. Und wir brauchen natürlich noch den Eingang. Wo ist der nochmal gewesen? Da, Brutstätte. Wenn wir hier... Ein kleiner Weg. Hey, ich glaube, das ist okay so. Die kommen in einer Minute 42 an. Okay. Ich werde mal ganz kurz für euch vorspulen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das hier fertig gebaut ist und die angekommen sind. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder da. Und in weniger als 5 Sekunden kommen die auch an. Von Salt Lake City. Und das ist natürlich auch fertig gebaut. Machen wir wieder auf Play. Und jetzt sollte die Meldung kommen. Ja, und da ist sie auch.
4. Einer entgangen. Oh je. Okay, ja, dann weiter. Transportieren, und zwar bitte hier rein. Transportiere Produkt. Und auch die will ich mal wieder in der Ego-Perspektive geben. Mal die UI ausblenden. Da hinten kommen sie. Ist eigentlich nur halb. Ja, ihr könnt vielleicht ein paar mehr Bäume gebrauchen, ne? Ja, mal schauen, was sie dann effektiv haben wollen. Bringt sie mal rein. Ja, und weil gerade Zeit dafür ist, liebe Leute, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen. Da schnacke ich immer wieder mit den Zuschauern und Spieler auch zusammen. Und da können wir auch Ideen etc. austauschen. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. So, jetzt hat es mal klack gemacht. Da kommt der. Oh, ist ein größerer, so wie es aussieht. Hallo Kamera. Ah, ich wollte springen. Produkttransport beendet. Oh, du bist wirklich groß. Holy shit. Und was für ein Riesenschnabel. Au. Na, oh, lass mich da durch. Lass mich durch. Ah, Mann. Na komm, land mal. Produktzustellung bestätigt. Such dir meinen Felsen aus. Oh, sieht doch schön aus. Doch, komm, komm mal runter. Oh, das sieht gut aus. Sturzflug. Oh, wow. Boah, die Zähne. Nehme ich dich als Thumbnail? Bestätige Produktzustellung. Krass. Heftig. Ich glaube, du bist mein Favorit von den dreien. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Wie geht's denn euch? Oder dir, besser gesagt. Alles super. Könnte noch ein bisschen mehr Wald sein. Ja, das kannst du haben. Wald. Leicht Wald. Ja, was sagst du jetzt? Wo ist denn einer? Da hinten. Ja, schon besser. Wasser könnte... Na, Wasser will ich jetzt nicht mehr machen. Okay, sorge dafür, wir kommen von 80. Haben bei mir alle 100%. Ich mache hier den perfekten Park. Wobei, Schutzvorrichtung in dem Fall. Ich glaube, das war es dann auch schon von der Kampagnenmission. Ja, das war's dann auch. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns auch den Abspann an und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder einen Kommentar, eins von beiden. Und dann bis zum nächsten Mal. Ab geht's mit dem Abspann. Selbst künstliche, geplante und verwaltete Schönheit hat ihre Reize. Doch die Asymmetrie der Natur spricht die Sinne an. Ihre rauen Kanten, ihre Fehler. Ein Baum, der fehl am Platz ist und doch genau dort, wo er sein soll. Genau wie die Saurier. Entschuldigung, Dr. Malcolm. Es gibt Berichte über eine große Herde von freilaufenden Tieren im Yosemite Park. Wie gesagt, Chaos. Ist es nicht wunderbar?